Michael. Hallo ihr Lieben, bald ist es soweit. Am 10., 12., 14., 16. und 18. März spiele ich den Professor Callahan in dem Musical Natürlich Blond. Noch könnt ihr euch hier Karten sichern. Und in diesem mittlerweile fünften Vlog zeige ich euch nochmal ein paar Einblicke auf unsere Probenbühne. Woo. Unser kritisches Publikum. Okay, gut. Alter, rammt der ganz langsam. Eins nach dem anderen hier auf, ganz langsam. Norman, du verwöhnst uns. Gerne. Und schon haben wir das neue Jahr. Frohes neues Jahr. 2016. Und natürlich gehen jetzt die Proben auch weiter. Die Proben gehen weiter. Und es wird immer besser und besser und besser. Wir sind Proben hier da. Steuerglückshormone. Oder so. Und wenn du mit dem Alibi nicht herausrückst, dann verlieren wir diesen Ball und werden zum Gespött von ganz Howard. Howard. Oh. Aber ich habe gut mein Ehrenwort gegeben. Na und? Na und? Also nicht, dass ihr denkt jetzt, oh Gott, was wird das für ein Stück? Ich schneide jetzt natürlich nur die lustigen Sachen hier auch rein, weil ich will ja nicht zu viel vom Stück verraten. So. Psst, hier wird Bühne geplant. Oh. Hier wird sehr hardcore geplant, also da darf keiner stören. Verdächtige Person bei mir unter der Dusche? Hand hoch, wer sie für schuldig hält. Aha. Ja. Schade, jetzt haben wir Nikolas Reaktion auf das Kleid verpasst. Aber du hast ihre Fusse. So, Umkleidekabine. Oh, die Frauen brauchen immer so lange. Nicht, oder was? Nein. Denk mal an Hairspray. Oh nein, meine Perücke. Nee, das tut gar nicht. Gar nicht, was sie da erzählt. Meine Strumpfhose. Nee, die Knöpfe sind falsch. So gehe ich nicht. Das stimmt nicht, was sie da erzählt. Oh nee, so gehe ich nicht. Das wird so eine krasse Choreo, wird das, ey. Bin sehr gespannt darauf. Jawohl. Tja, der macht eine gute Figur, definitiv. Ich dachte, das ist für den griechischen Chor, aber ist es nicht. Hier wird ein Kleid anprobiert und die Gespräche erinnern mich schon sehr, also ich sag mal so, es vermischt sich das Stück mit Wirklichkeit. Das darf man jetzt nicht filmen. Ja, ich film so. Ja, viel ist da nicht. Nee, das ist nicht. Da ist eigentlich nur noch zum Umnehmen. Wisst ihr Bescheid? Hier den Knopf rein. Oh. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann müsst ihr zum Stück kommen. Oh, es sieht aus wie Elsa in Pink. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war wieder ein kurzer Einblick in die Proben. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das ganze Stück dann auf der Bühne wirken wird. Kommt auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, an den geraden Tagen spiele ich den Keller hin. Die Daten stehen noch mal hier unten. Kommt vorbei, bleibt nach dem Stück noch stehen vor der Bühne. Und im nächsten Vlog dann mehr. Bis dann, Rock'n'Roll. Yeah!